Ja, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn mit mir, Neville, und auf meinem Kanal. Ja, wir waren beim letzten Mal in der Brutstätte Sigma gewesen. Das haben Na wir bitte. erfolgreich. Es regnet. Ich wollte gerade sagen, es schneit, aber nicht, doch, es regnet. Ja, wir konnten da leider nicht mehr so viel danach machen. Und ja, ich wollte gerne nochmal hierher zu diesem einen Typen, mit dem wir uns noch unterhalten sollten. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Was? Die Leadkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Aha. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Leadkerne zurück und ich zahle. Okay. Finde die Reed. Dann machen wir das doch mal. Ja, für diejenigen, die das nicht wissen, das ist gerade ein Auftrag. Den hatten wir schon angefangen in Part 11 oder 12, glaube ich. Part 12, glaube ich. Und ja, mal schauen, was wir danach machen. Oho, hab dich. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Oder töten. Oh, verdammt, was ist das denn hier? Das kann sich unsichtbar machen! Ja, ist klar. Habt ihr das gesehen? Das Vieh greift mich an, Aloy ist tot und zeitgleich trifft mein Elektroball und das Vieh ist weg. Wir haben uns beide gerade selbst gekillt. Das sah ja geil aus. So. Das sah ja cool aus. Wow. Okay. Weg. Ja, ich habe das eben nicht gekillt. Das war eben nur sozusagen einfach bewusstlos auf das Gefecht gesetzt. Na, komm jetzt wieder. Kommst du jetzt wieder? Ist das Vieh jetzt weg oder was ist hier los?
Wow. Hupala. Kann doch jetzt nicht angehen hier. Nee, das ist jetzt nicht euer verdammter Ernst, ey. Mann. Ey, ich sehe aus wie die. Ich komme rüber wie die. wie so ein schlechter Spieler, ey. Oh, das kann doch nicht angehen. Hallo? Was ist der Scheiß hier? Oh, nee. Kommt mir jetzt gerade sowas von merkwürdig vor, das Vieh. Mann, das ist doch blöd, ey. Was soll der Kram? Okay. Mein Heckgüde! Hilfe! Oh, nee! Meine Güte, ich hasse dieses Vieh. Was auch immer das für ein Teil ist. Ja, ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich hab so keinen Bock mehr. Ey, das kann... Was ist das für ein Vieh? Ey. Der Auftrag... Die Stufe vom Auftrag soll 10 sein. Ey. Ich fühle mich gerade wie so ein unfähiges Kind, Mann. Hallo, hier, Stufe 10. Was soll das Scheiß? Ey, ich fühle mich gerade so verarscht.
eine Idee. Aber dafür muss es erstmal wieder kommen. Okay, doch keine Idee, die funktionieren könnte. Oh Mann. Meine Güte. Dieses Vieh. Hä? Wo genau ist das jetzt hin verschwunden? Hä? Wo genau ist es hin? Das nehme ich doch mit. Willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Hallo? Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass das Ding jetzt schon erledigt ist. Wo ist das Vieh? Da kommen sie. Hä? Ich weiß von nix. Hä? Wo ist das Vieh? Das kann doch jetzt noch nicht gekillt von... Hä? Klar, weißt du, ich... Die ganze Zeit killt mich das Ding und jetzt auf einmal ist es weg, oder was? Hä? Ich verstehe jetzt überhaupt gerade gar nichts mehr. Wo ist das Vieh? Hallo? Da! Ich denke mir so, was ist das für dich? Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Ich denke mir so, hä? Wo ist das Vieh abgeblieben? Und dann wartet das da ganze Schild auf mich. Schon wieder weg. Da. Upsassa, viralala. Na endlich! Meine Güte! Und ich hatte mich schon gewundert, was das für ein Kram hier ist, so. Ja, ich weiß. Das war jetzt ein bisschen unnötig, den Feuerpfeil für einen Fuchs zu benutzen. Ach, jei. Hä? Ach, da muss ich lang. Hä? Da. Meine Güte, dass sie immer alle weg, immer so schnell abhauen, ey. Die Karawane.
Leben Sie? Ja, ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Ja, okay. Oh, die Pfeile kann ich leider nicht noch. Naja, schade. Ja, wieder zurück und dann hoffe ich sehr, dass da dann irgendwie was kommt, wo ich nicht so oft getötet werde. Etwas Vorrat. Ja, das versuche ich stetig irgendwie zu bekommen, aber ich muss trotzdem irgendwie immer sehr schnell anderes... ich muss das immer sehr schnell wieder loswerden. Yeah, ich habe 3 Plus-Pfeile, Dingsbums da. Da. Du bist wieder da. Mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Reed? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Wollen wir's hoffen, ne? So. Quest. Auf in die... Das Stufe 30 und Stufe 25 finde ich noch ziemlich, ziemlich heftig. Von hier aus jagen für die Loge. Das... Ja, das ist nicht ganz so doll. Das mache ich, glaube ich, alleine. Das ist dann ein bisschen zu doof. Also einmal reicht, aber ich glaube, die restlichen mache ich dann alleine. Und was ist das hier? Ja, das könnte man machen. Das könnte man machen, ja. Das nehme ich für unterwegs mit. Oh, hier sind auch noch wieder ein paar Sachen von denen, die eigentlich hier schon mal gewesen sind. So. Ich muss mal gucken, wo genau müssen wir eigentlich hin? Also ganz ehrlich. Also ich nehme hier mal ein wunderschön, warte mal. Kann ich das? Ja. Ich nehme hier einfach mal eine schnelle Reise. Dann kommen wir ein bisschen schneller voran und können dann auch gleichzeitig auch noch 3 Sachen einsammeln. Und dann könnte man ja theoretisch schon mal weitermachen mit der Hauptquest. Mal schauen. Ja, also generell glaube ich, die ganzen Jagdprüfungen. Ich glaube, das sind in jedem Gebiet eigentlich ziemlich diese gleichen Sachen. Bloß vielleicht verschiedene. Die Maschinen wurden in den Wahnsinn getrieben. Unsere Familien und Freunde sind tot. Bloß verschiedene Maschinen wahrscheinlich. Aber an sich ist es ja dasselbe. Und von daher würde ich dann sagen, die Jagdprüfungen, die mache ich dann so selber alleine, irgendwie so nebenbei. Einfach aus dem Grund, dass ich mich auch ein bisschen auf die großen Sachen fokussieren möchte. Also so Brutstätten, okay, ne, die mache ich dann auch dementsprechend, aber so
Also ich finde... Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. So eine Jagdprüfung ist irgendwie was Kleineres und ich möchte mich auch nicht jetzt so aufhalten, die ganzen ganz kleinen Sachen. Hier gab es einen Kampf. Aber Kriegerpfeile in diesen Maschinen, das gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinensporen führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschensporen. Ja, okay. Dann schauen wir mal, wo das Ganze hinten führt. Da, in die Richtung. Hallo? Ich will weiter. Ach nö. Ist noch jemand da? Das sind zwei. Schwäche? Feuer. Ist noch jemand da? Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Noch jemand da? So, ist doch schön. Ist noch jemand da? Ist doch viel schöner, als immer gegen die Viecher zu kämpfen. Kleiner oder großer, ihr gesagt. Perfekt. Oh, kann man dich streicheln? Nö, schade. Dann nicht. So, wo seid ihr jetzt hier, Menschen? Wie komme ich da jetzt hoch? Keine Warnung. Können wir wieder raus? Ich hätte ihn eigentlich gern behalten, aber ich musste ihn ja zerstören, damit die wieder rauskommen. Oh Mann. Ist schade. So. Kommt raus, ihr. Wie soll ich denn da hochkommen da? Was soll der Kram? Okay, sie ziehen ab. Ja, wenn man immer nicht genau weiß, wo man eigentlich lang muss. Ja, ihr könnt raus. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Naja, Aloy ist eine Sucherin, also...
kehre zu Dan zurück. Wo ist der jetzt schon wieder? Ach ja, ich wollte doch hier die Dings suchen. Oh. Ja. Da bin ich bei den anderen beiden Sachen ja schon total vorbeigelaufen. Sowas Blödes. Na gut, Planänderung. Haha. Ja, so mittlerweile schaffe ich das. Okay. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Hä? Was genau ist das jetzt hier? Altes Gefäß. Ja. Wollte ich mich jetzt verarschen? Okay. Die wollen mich verarschen. Aber hier ist doch gar nichts. Ey, ich. Oh Mann, dass man immer hier so suchen muss. Kann das nicht einfach irgendwie hier zu sehen sein, dieses blöde Mistvieh? Das soll da liegen, dann soll es gefälligst auch mal da liegen. Ist doch bescheuert. Oder kommt man hier noch irgendwie runter? Die wollen mich verarschen. Die wollen uns alle verarschen. Hier ist doch rein gar nichts, Mann. Pff, dann laufe ich eben zurück. Es ist mir zu blöd. Das ist doch bescheuert. Pff, das ist doch blöd. Ich finde das einfach nur blöd. Ja, also die Gefäße, die sind ja jetzt irgendwie ein bisschen schwieriger zu finden. Oh, nicht dein Ernst. Ich muss da ganz oben hoch. Puh, das Wasser ist kälter als ein Wintermorgen. Wie komme ich denn da hoch? Immer diese
extra. Blöde. Das ist immer dieses extra blöde, ey. Ganz ruhig. Wie soll ich denn da hochkommen? Dann nicht. Ich finde das alles blöd, ey. Ich finde das blöd. Warum? Wieso kann man das nicht einfach mal einfacher machen? Wieso kann man das nicht einmal ein bisschen einfacher machen? Ach, nee. Gut. So. Ja, den ganzen Kleinkram machen wir dann irgendwann mal später. Ich war selbst schuld. Ich hätte dort nicht sein dürfen. So. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Okay. Als würden ihnen die Metallteufel böse Worte einflüstern und sie verderben. Ich kann den Anblick dieser verdorbenen Maschinen einfach nicht ertragen. Das ist... Was haben wir hier noch sonst so? Tutorials brauchen wir jetzt nicht. Verdorbene Zonen könnten wir mal machen. Mal schauen. Jagdgebiete lassen wir auch erstmal sein. Banditenlager lassen wir auch erstmal sein. Dann haben wir noch dies hier. Jagen für die Loge. Okay, gut. Machen. Ja, das machen wir nochmal. Hä? Wieso habe ich da ein Häkchen? Keine Ahnung, warum dann Häkchen ist, aber gut. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Was wollte ich gerade sagen? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß, mache ich ganz schon oft. Wir werden das Ganze hier nochmal machen. Ich hätte eigentlich gesagt, mit dem Jagen, es gibt ja extra Aufträge, extra Missionen für Jagdgebiete. Und ich dachte, das wäre so ein Jagdgebiet-Dings. Aber das ist es auch nicht. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Du tust mir fast schon leid. Hilfe! Die greifen mich an! Seid ihr alles bescheuert oder was? Hier verpasse ich eine ordentliche Abreibung! Hilfe! Ich wollte euch helfen, aber ihr greift mich einfach an. Ich helfe euch garantiert nicht mehr. Das steht fest. Sehr hilfreich. Drei Prüfungen müssen wir bestehen. Oh nein, nicht das Ding da. Nicht das Ding, nein!
Oh, perfekt. Also vor dem Ding habe ich echt Angst. Naja, Angst. Ja, okay, Angst nicht so richtig, aber Respekt. Sagen wir mal Respekt. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Muss ich jetzt hier überhaupt hier hoch? Ja, muss ich. So. Was hat der hier? So, an Waffen. Schattenschleuder, aha. Ja, ich weiß gerade gar nicht so genau, was soll ich jetzt hier eigentlich kaufen? Ich muss mal gucken. Den Speer habe ich auf selten. Den Gigabogen habe ich auch auf selten. Stolperfalle habe ich auf ungewöhnlich und ungewöhnlich. Ich habe jetzt Schleuder. Kaya, Stolperfalle. Kaya, Schleuder. So, wo ist jetzt hier die Person, die wir besprechen müssen? Hier. Du kannst wegbleiben. Ich habe keinen Streit mit den Nora. Und ich habe keinen Streit mit dir. Was ist das hier? Dies ist Jagdgebiet. Ich bin der Hüter. Hier gibt es Elementprüfungen für die Aufnahme in die Jägerloge. Jetzt weißt du es und kannst wieder gehen. Warte, was, wenn ich eine dieser Prüfungen ablegen will? Dann muss ich sie dir anbieten. Okay. Ja, Prüfung starten. Was ist die Jägerloge? Das, wonach es klingt. Ein Ort, an dem Jäger sich treffen, sich Geschichten erzählen und Maschinen jagen. Klingt ja ganz einfach. Einfach? Was weißt du schon? Dass du für jemanden, der keinen Ärger mit Nora will, ganz schön dicht dran bist. Gut. Du willst also unbedingt in die Jägerloge? Verdiene in Jagdgebieten 3 Halbsonnen. Du wirst schon sehen, wie einfach man da klarkommt. Aber besser du als ich, denke ich. Weißt du, ich war gerade eben auf Prüfungen starten und plötzlich bin ich auf Jägerloge. Was soll das denn? Du weißt, wie es geht. Und wenn nicht, kann ich es dir erklären. Feuerkampfprüfung. Bei diesem Test schießt du mit Feuerpfeilen auf Behälter von Läufern. Triffst du sie richtig, gibt's einen schönen Knall. Okay, das ist schön. Das ist schön. Viel Glück dabei. Rutsch ein Seil runter und es kann losgehen. Okay. Dann erstmal ein bisschen aufpowern hier. So, und los geht's. Wo sind die denn? Oh oh. Das war vielleicht nicht so gut. Hilfe! Die brauche ich also. Hilfe!
ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Steh, du blödes Wildschwein! Ich brauche irgendwie noch einen Läufer. Hoppala! Hoppala, hoppala, hoppala. Perfekt. Oh Mann. Ja, das ist nicht ganz so gut. Also das ist sowieso relativ schwer. Also man kann es schaffen, Silber zu erhalten, aber so das Beste, das kann man, glaube ich, erst schaffen, wenn man wirklich sehr geübt darin ist. Und ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich nicht nochmal getroffen werde. Oi, oi, oi. Nicht schon wieder. Das war nicht so toll. Nee. Du gewinnst eine Halbsonne beim ersten Versuch. Schön für dich. Yay. Endlich. Du hast die drei Abzeichen, die du für die Loge in Meridian brauchst. Warum reist du nicht hin? Jetzt gleich. Oh, cool. Feuerkampf. Eisprüfung. Wenn du genug Maschinen einfrierst und vernichtest, hast du schon bestanden. Da wir jetzt schon drei Prüfungen haben, lassen wir das Ganze erstmal. Ich. Den Rest. Du kannst jederzeit wiederkommen. Aber bitte tu's nicht. So. Der ist ziemlich weit weg. Oh, du meine Güte. Der ist ziemlich weit weg. Ja, es gibt hier noch ganz viel. Oh, hier ist ja noch ein Lager. Ja, stimmt, da wollte ich eigentlich nochmal hinlaufen. Hab ich vergessen. Hoppala. hoppala, hab ich vergessen. Na gut, okay. Da kann man jetzt auch nichts dran ändern. Mission Jagen für die Loge ist automatisch aufgeploppt, aber die lassen wir erstmal so sein. Und als nächstes machen wir mit der Hauptstory weiter. Die ist auch so weit weg. Oh Mann. Okay. Die ist auch so weit weg. Okay. Ja, gut. Machen wir einfach so. Mit der Hauptstory weiter. Aber habe ich hier noch irgendwas? Irgendwie. Warte mal. Reisen habe ich jetzt noch wie viele? 8. Okay, gut. Ja, Verderbnis, okay.
Okay, gut. Mal schauen, was wir auf dem Weg dahin alles so schaffen. Ob wir hier wirklich noch ein paar Sachen hier holen auf dem Weg. Mal gucken. Vielleicht machen wir auch nochmal die verdorbene Zone da unten. Mal schauen. Hier unten war, glaube ich, auch noch eine. Ja, hier. Ja, Stufe 15. Ja, mal gucken. Ja, vielleicht machen wir die verdorbenen Zonen beim nächsten Mal. Die zwei, die wir hier schon mal haben. Und ja, ist mal so blöd, weil wenn man jetzt generell so ein paar Sachen einsammeln möchte, aber die gar nicht finden kann. Das ist blöd. Naja, mal gucken. Da ist auch noch so ein großer Langhals. Ja. So langsam entdecken wir die ganze Karte Stück für Stück. Das Gebiet hier oben ist ja noch sehr, sehr stark für uns. Das habe ich ja schon mal ausprobiert, ob wir da oben irgendwas ausrichten können. Und dann, ja, zwei Schläge und Eloy war weg. Ja. Ich möchte jetzt auch nicht so lange noch irgendwie noch so quatschen, um das irgendwie in Länge zu ziehen. Nee, das will ich jetzt nicht. Aber ich tue es gerade. ja. Ich verabschiede mich hier. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich durch ein Abo und durch ein Like unterstützen könntet. Durch das Abonnieren verpasst ihr kein Video mehr von mir auf meinem Kanal. Weder von Horizon Zero Dawn noch von AC Valhalla, God of War, Watch Dogs Legion, wenn ich da auch mal weitermache. Ja, genau, ja, da fehlt ja auch noch irgendwie nochmal das DLC, ne? Darauf warte ich auch noch. ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Ciao.